Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist gerade die Pinkbox eingetroffen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine Abo-Box, die monatlich kommt und da zahlst du je nach Abo-Art zwischen 15 Euro und 12,50 Euro. Und ich habe eine Kooperation, das heißt, ich kann dann am Ende oder in diesem Video eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Ich bin so aufgeregt. Also schau einfach in die Infobox. Verlosungen der Pinkbox gehen bei mir wirklich auch sehr, sehr zackig. Also auch nur eine einzige Woche. Sei schnell. Ja, genau. Das wird mir von voxpalast.de nämlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und die stellen dann auch den Gewinn. Das finde ich total geil. Also ja, die Pinkbox ist eine Beauty Abo-Box und da hast du Produkte, ich sag mal so aus dem Drogeriebereich vom Preissegment her und ja, da sind dann auch immer ungefähr 5 Produkte drin. So, ich bekomme immer so ein Kärtchen, weil ich halt die Kooperation habe, das ist total super und dieses Mal steht da ganz fett mein Name drauf und das finde ich ja total süß. Oh, liebe Claudia, mit dieser Ausgabe wollen wir deinen Beauty-Saurus aus dir rausholen. Ja, hallo. Nee, das ist nicht der Beauty-Saurus. Ich weiß noch nicht, wie ich den machen muss. Süß und nicht zu stoppen. Okay. Ganz viel Spaß beim Auspacken und ein riesen Rar. Okay, es passt wohl, oder? XOXO Charlotte vom Pinkbox-Team. Ach, ist das süß? Ich find's mega süß. Ach je. Charlotte, du schreibst mir immer so schöne Nachrichten. Ich hab dich gern. Ich habe dich noch nie gesprochen oder persönlich getroffen, aber es wird Zeit. Echt. Wir schreiben uns so viele Briefe. So, wir gucken mal rein. Oh, du ahnst es nicht. Du ahnst es einfach nicht. So sieht die Pinkbox aus und ich finde sie doch mal ultra geil. Oh, ist das geil. Oh, mega schön. Es ist pink und es sind Dinos und diese Dinos haben einfach Wimpern und Lippen. Und ach, guckt euch das an. Das ist doch herrlich süß, oder? Ach ja, so, in diesem Karton hast du dann noch zusätzlich manchmal Sachen, also, warte, also Sachen im Sinne von, du hast da Werbung hier von meinem Müsli zum Beispiel, das hatte ich schon mal gemacht, das fand ich ganz gut, hat mir lecker geschmeckt. Dann sind hier noch so Gutscheinheftchen mit dabei. Eine Leseprobe habe ich hier dabei von Stella Tech, Kiss Me Once, Beach Sets zu gewinnen, ach guck mal, joa. Das ist ein Buch und da kann man ein Beach-Set gewinnen. Mhm. Läuft. Sehr schön. Und dann hast du auch bei der Pinkbox eine Zeitschrift mit dabei. Dieses Mal ist die Wohnidee. Die würde normalerweise 3,80 Euro kosten. Und die ist mit dabei. Das finde ich praktisch, denn wir haben ein Haus. Wir brauchen Wohnideen. Ja, die liegt dann bei uns im Badezimmer in unserem Magazinständer. So, ich bin aufgeregt. Ich will die Box aufmachen. Guckt euch diese Box noch einmal an. Ist sie nicht mega geil? Oh, die ist so schön dekorativ. Normalerweise ist die Pinkbox halt pink. Ne? Deswegen habe ich mich ja auch heute pink hier angezogen. Und ja, ne? Das ist jetzt eine Special Box. Die machen wir jetzt erstmal auf hier. Komm. Wahnsinnig cool. Ich möchte euch kurz mal zeigen, dass der Klebi auch ein Beauty-Saurus ist. Oh, ich liebe es. Das ist herrlich. Es riecht ein bisschen süß hier drin. Zitrisch süß, würde ich sagen. So, dann hast du hier immer so ein Schleifchen und ein Seidenpapier. Und dann kann man, das ist es immer so süß verpackt, ne? Dann kann man das Schleifchen, wenn es denn an Ort und Stelle bliebe, öffnen. Und den Klebi aufmachen. Ich versuche das ja immer, ohne dass es zerreißt, ne? Weil ich mag das Geräusch nicht, wenn es reißt, aber es ist unvermeidbar gerade. Okay. Herrlich. Und hier hast du den Inhalt der Box, der jetzt noch schön verdeckt ist. Und dann noch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da stehen so rum. Da stehen dann die Produkte mit vielen Produktinformationen drin. Da hast du dann auch Beauty-Tricks mit drin. Und vorne steht nochmal das Motto so ein bisschen erklärt. Und das erklärt es gut, ne? Ein bisschen beschrieben und das lese ich dir einfach mal vor. Liebe Pink Lady, in den letzten Jahren gab es unzählige Hypes um verschiedene Tierchen. Tapsige Möpse, verrückte Lamas und verschlafene Faultiere haben unsere Herzen erobert. Das stimmt, es waren immer irgendwie so geile Tiere, ne? Allerdings hat es uns kein Tier so angetan wie der Dino.
Beziehungsweise die Dinos. Das stimmt allerdings. Als Kind, ich bin auch viel mit so Dino-Spielzeug aufgewachsen. Ne? Da bin ich echt groß mit geworden. Also das war auch so, das ist meine Kindheit, das stimmt. Diese faszinierenden Urtiere mit den komplizierten Namen Velociraptor, Brachiosaurus, Triceratops sind unsere Helden. In der Kindheit haben wir den kleinen Littlefoot, oh ja, wir haben davon tatsächlich die DVD, Leute. Haben wir, ich glaube, vor 2 Jahren zum Geburtstag gekriegt. Ein Traum. Haben wir den kleinen Littlefoot bei seiner gefahrenvollen Reise ins große Tal begleitet. In der Jugend haben wir bei den zahlreichen Abenteuern im Jurassic Park mitgefiebert. Nicht nur in unserer Jugend, denn da kommen noch immer weitere Teile raus, ich stehe drauf. Und heute? Heute ehren wir den Saurier mit dieser Pinkbox. Sie ist nicht nur prall gefüllt mit dino-starken Beauty-Highlights, du erhältst außerdem ein ganz besonderes Goodie. Blättere schnell auf Seite 6, um mehr zu erfahren. Genau, also du hast hier dann, wie gesagt, die Produkte beschrieben drin. Und dann steht hier, dass man auf Seite 6 machen soll, blättern soll. Wir lieben Dinos und hätten sie am liebsten immer und überall bei uns. Deswegen haben wir diese zuckersüßen Pinken und Pins für dich ausgesucht. Da gibt's Pins drin in der Box. Das ist ja süß. Jetzt greife ich erstmal das größte Produkt hier raus. Von M. Asam, gute Marke, habe ich auch eine Nachtcreme von, die jetzt aktuell pausiert, weil ich von Neutrogena eine verwende. Aber danach benutze ich die weiter, die finde ich ultra gut. Dormazell Handcreme, alto Belli, Handcreme. Wieder ein Oschi von Handcreme. 200 Milliliter und das ist Gold und es ist riesig. Handcreme ist toll, aber noch so eine große, ich hatte jetzt letztens so eine riesengroße Handcreme. Ah, schade. Eine intensiv pflegende Handcreme mit dem Narzissenextrakt IBR Dormin gegen die Anzeichen der vorzeitigen Hautalterung. Ja, vielen Dank. Aber jetzt kann es gebrauchen, das stimmt. Es ist halt hier mit so einem Klebi noch zu, aber du riechst halt schon was raus, ne? Was positiv gut cremig riechendes. Ja, aber es ist halt eine große Packung. Na, doch, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir gut ans Bett stellen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber da habe ich noch eine stehen und danach kann ich mir das vorstellen. Aber ich muss mal gucken. Es ist nichts für die Handtasche. Oder für die Arbeit ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte. So zum Teilen vielleicht mit anderen Kolleginnen oder so. Ja, ne? Aber auf jeden Fall ist es mit in der Box und ich freue mich trotzdem drüber. Auch wenn es einfach die tausendste Handcreme ist, die ich jetzt mittlerweile besitze. Aber da kann die Pinkbox ja nichts für, ne? Das ist nun mal so. So. Dann habe ich hier, die ist wirklich prall gefüllt, die Box, da sind nicht nur 5 Produkte drin. Biore Aktivkohle für normale bis fettige Haut. Das ist die 1-Minuten-Thermomaske. Und Leute, da sind mehrere Sachets drin. Ich glaube 4, genau. 4. Und die sind so, so toll. Die habe ich euch schon so oft auch mal in die Kamera gehalten, dass ich mir sie selber gekauft habe oder für Tauschpakete. Das ist einfach so eine Maske, die machst du dir auf dein Gesicht, auf das gereinigte Gesicht. Und ich mache das meistens vorm Duschen. Dann hat die halt Zeit zu wirken, während zum Beispiel ich mich komplett ausziehe oder das Wasser warm wird oder so. Und in der Zeit erhitzt die sich. Es wird richtig schön warm auf der Haut, aber jetzt nicht unangenehm, dass es heiß wird oder so. Und dann gehe ich halt duschen, dusche mir den halt direkt unter der Dusche ab. Und während ich das mache, ist es halt so eine leicht kühlende Wirkung und man merkt einfach, wie rein die Haut danach ist. Es ist so, so toll. Kann ich euch nur empfehlen. Richtig schön, dass das mit drin ist. Biore One Minute Thermomaske entfernt 2,5 mal mehr porenverstopfenden Schmutz und Teig als ein gewöhnliches Waschgel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das merkt man nämlich richtig. Ja, cool. Da freue ich mich drüber. Das ist ein tolles Produkt. So, dann habe ich Blushes von Tease Trendy Cosmetics und zieht euch mal dieses Packaging rein. Ich weiß nicht, ob die Kamera das in irgendeiner Art und Weise fokussiert bekommt. Ich glaube so ein bisschen, ne? Das ist halt so silberglänzend von der Optik her und das ist hier vorne so unebenmäßig. Und ja, das gucken wir uns doch mal etwas genauer an, was das sein soll. Also ein Blush, ja, steht drauf, ne? Sollte man denken. Das ist übrigens die Farbe 402, wenn ich das hier richtig sehe. Sunkissed. Ne? Sehr schlicht. Okay. Das sieht aber mehr aus wie ein Highlighter, oder? Das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Blush. Radiance from the Heart. Da ist hier auch ein kleines Spiegelchen mit drin. Aber das ist doch kein Blush. Das ist Gold. Naja, so ein bisschen, ne? Das ist halt so schimmerndes Gold, aber ich würde es eher als Highlighter verwenden. Ich nehme dafür jetzt mal so einen Blushpinsel von Essence, gehe da rein.
trag mir das auf, wie ich einen Blush auftragen würde. Naja. Sehr dezent, ne? Also, Sunkiss trifft es da wirklich, ne? Das sieht dann halt so ein bisschen sonnengebräunt aus, als hätte man quasi Sonne aufs das Gesicht bekommen. Das ist so ein Mix von Blush, Bronzer und Highlighter, würde ich fast schon sagen. Also im Prinzip so alle drei zusammen. Aber, naja, schimmert halt auch sehr. Ich mache das ja auch immer gerne so ein bisschen über die Nase. So sehe das dann auf dem Gesicht aus, aber ja, kann man machen. Es haut mich jetzt aber nicht von den Socken. Glaube ich nicht, oder? Also ich verstärke damit halt so ein bisschen auch meine natürliche Bräune, meine natürlichen Sommersprossen. Ist halt jetzt einfach mal kein roter Blush, ne? Ich mag es lieber richtig rot und peachy und warm in meinem Gesicht. Wobei, das ist ja auch warm, aber ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich denke, dass es eher so ein Produkt für den Sommer ist. Es ist ja auch die Farbe Sunkissed, ne? Ja, mal gucken. Hier haben wir diesen niedlichen Button und ist er nicht süß? Oh, ich finde ihn echt süß. Das ist ja niedlich. Aber ich denke eher, dass ich den weitergeben werde, weil ich doch vielleicht ein bisschen zu alt dafür bin. Ich weiß es noch nicht. Ich finde den irgendwie auch cool, ne? Wenn man so einen Schal zum Beispiel umhat, dann einfach so einen Saurier dran machen. Im Büro werde ich da wahrscheinlich aber doof für angeguckt. Na, ich weiß noch nicht. An der Tasche kann ich mir das aber sehr schön vorstellen. Ja, an so einer Stofftasche oder so. Da ist es ganz niedlich. Also das Thema Beauty-Saurus ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wie willst du das Thema Dinosaurier rausbringen? Gut, die Handcreme ist halt... das hört sich jetzt auch irgendwie blöd an, ne? Beugt ja auch Falten vor. Und als Saurier beschreibt man dann ja auch immer Leute, die etwas älter sind. Ja, weiß ich nicht, ne? Ja. Die Thermomaske, da sieht man vielleicht ein bisschen durch die graue Geschichte aus wie ein Saurier, kann man so assoziieren vielleicht. Vom Blush her, da es halt sehr natürlich ist und Dinos halt in der Natur leben, lebten, sind ja tot mittlerweile, außer so Schildkröten und Krokodile und so, ne? Auf jeden Fall sehr natürlich, natürliche Farben, vielleicht deswegen Tarnfarbe. Ich weiß es nicht. Ja, und der Anstecker ist dann einfach nur so ein Spaß, würde ich mal so sagen. Gut, jetzt haben wir hier einen Pinsel mit dabei von Fräulein B. Das ist Berlin Beauty und das ist ein schöner Pinsel. Ne? Das ist so ein Point Brush, würde ich mal so sagen. Lidschattenpinsel für ein präzises Auftragen von feuchtem oder trockenem Lidschatten. Geeignet zum Verblenden und Schattieren. Also ich würde den für was anderes nehmen. Also für mich ist es eher so ein, Inner Corner Highlight Setzpinsel, ne? Dass ich hier quasi da mit arbeite und jetzt weniger da jetzt Lidschatten mit auftrage oder den verblende oder so. Aber gut, naja, war halt jetzt auch mit dabei und solche Pinsel finde ich toll. Da habe ich auch noch nicht allzu viele von. Ja, da kommt die Marke mal wieder mit ins Spiel. Die hatten ja auch mal so ein Silikonschwämmchen mit dabei, das fand ich nicht so prall. Aber so ein Pinsel finde ich ganz nett. Doch, toll. So, von Mercy Handy, Lollipop, Love and Hand Cleansing Gel. Das habe ich auf der Arbeit stehen, das benutze ich ab und zu mal. Habe ich auch gerne bei mir in der Spaziergehtasche, wenn ich jetzt mit Sammy spazieren gehe und seine Khaki mit dem Hundekotbeutel eintüte. Dann fühle ich mich ein bisschen und denke mir, und dann benutze ich sowas dann wohl auch mal ganz gerne, um die Hände einfach mal so ein bisschen zu desinfizieren und zu reinigen, in Anführungsstrichen, wenn du halt gerade kein Waschbecken da hast, ne? Also für unterwegs oder wenn du shoppen bist oder so, ist es eine ganz gute Sache, dass du einfach zwischendurch mal so ein bisschen deine Hände gereinigt bekommst und ja, ein gutes Gefühl bekommst und dir nicht alle Keime überall hinpackst. Also von daher eine gute Geschichte. Und wenn man da jetzt nicht von zugeschmissen wird mit solchen Produkten jetzt im Sommer, was ich befürchte, aber ich hoffe, dass es nicht so sein wird, dann benutze ich sowas auch ganz gerne. Zum Thema Dino kann es gut passen, aufgrund der Natürlichkeit, wenn du Zeit in der Natur verbringst, hast du nicht grundsätzlich ein Waschbecken zur Hand, dann kannst du dir das nehmen. Ja, irgendwie so. Und jetzt haben wir das letzte Produkt in der Box von Sensera. In Köln sitzen die, Waxing and Beauty, das ist eine Nagelfeile, die kann ich gut gebrauchen. Wie ihr seht, meine Nägel sind schon wieder irre lang geworden. Das ist der Hammer. Und dann muss ich immer nachfeilen. Also nicht wundern, mein Daumen ist jetzt nicht irgendwie hochgradig dreckig oder so. Das ist hier dieses Krüppelpapier, was da immer drin ist, ne? Dieses Zeug.
Das färbt halt immer so ein bisschen ab oder krümelt ab. Auf jeden Fall habe ich hier eine Nagelfeile. Nagelfeilen gehen bei mir auch wirklich immer. Und ja, hat eine etwas gröbere Seite und eine etwas softere Seite, glaube ich, wenn ich das jetzt so einschätzen kann. Und damit kann ich jetzt so meine Nägel feilen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil es gibt Leute, die hassen das Geräusch. Deswegen mache ich es nicht. Und ja, doch. Das ist doch auch mal cool. Ja, das war es auch schon mit dem Inhalt der Box. Ich finde, dass sie dieses Mal echt gut gefüllt war. Ich würde den Gesamtwert schätzen auf schwer. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage 39 Euro. Ich blende dir hier mal den ausgerechneten Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Bin wirklich gespannt, ob es wirklich 39 Euro sind oder mehr. Wäre ja nice, ne? Thema finde ich auch ganz witzig, interessant umgesetzt. Man muss etwas kreativ sein, um auch diesen kreativen Denkweg nachvollziehen zu können. Ich habe diese Kreativität noch nicht hundertprozentig erreicht, aber ein Stück weit habe ich es verstanden. Ja, ansonsten hat mir die Box richtig gut gefallen. Wie gesagt, wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann einfach unten in der Infobox vorbeischauen und in den Kommentaren einfach einen lieben Kommentar schreiben mit dem Hashtag Dino. Und ja. Eine Woche geht die Verlosung und alles Weitere steht in der Infobox. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!